Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migros Ostschweiz und Leica Geosystems. Aus rund 70 Studierendenteams der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen, nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Team vom Projektleiter Mario Sträßle fasst den Auftrag, das Konsumverhalten und das Schönheitsritual von Frauen in China zu erforschen. Auftraggeber ist die Mibel-Gruppe, die herausfinden will, ob sie mit kosmetischen Produkten in China Fuß fassen kann. Das Unternehmen hat bei den Studierenden der Fachhochschule St. Gallen eine Managementkonzeption bestellt für einen möglichen Eintritt in den chinesischen Markt. Absolut eine grosse Sache, grosses Land, China. Und wir haben dort zuerst mal angefangen, wie kann man überhaupt in diesen Markt eintreten. Wir haben nachher herausgefunden, was für Wege es gibt. Und haben nachher verschiedene Marktanalysen gemacht. Also zum einen eine Marktanalyse, eine Kundenanalyse, dann Konkurrenten und verschiedene Verkaufskanäle angeschaut. Und das nachher verpackt in eine Markteintrittsstrategie für Mibel. Am Schluss haben wir sogar noch einen Forecast, also einen Ausblick für Mibel in China gemacht. Für dieses Praxisprojekt arbeiten die Studierenden von St. Gallen mit Studierenden von Shanghai zusammen. Während 10 Tagen wirkt das Team gemeinsam vor Ort, die restlichen 4 Monate geht die Arbeit dann auf Distanz weiter. Coach von dem Projekt ist Andreas Löhrer, Mitarbeiter vom Institut für Unternehmensführung von der Fachhochschule St. Gallen. Wir hatten in diesem Projekt 2 Herausforderungen. Das eine ist, wie komme ich in China an Interviewpartner? Das zweite ist, wie können wir der chinesischen Frau ihre Geheimnisse von der Gesichtspflege entlocken? Beides war sehr spannend. Für beides haben die Studierenden einen Weg gefunden, wenn auch nicht gerade sofort. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das Schönheitsritual analysieren können. Wir sind dann zum Schluss gekommen, wir müssen die Konsumentin direkt kennenlernen. Wir müssen rein in die Badzimmer, wir müssen wissen, was sie genau braucht, welche Produkte, wann, am Morgen, am Abend. Wir wollten alles wissen und sind eben darum in die chinesischen Badzimmer hineingegangen und haben die Frauen dort direkt befragt. Die Befragung im chinesischen Badzimmer ist ein voller Erfolg. Das Projektteam kann der Kundin ein klares Konzept für den Markteintritt in China abliefern. Die chinesische Premium Face Care Konsumentin will vor allem einen starken Brand, ein gutes Produkt, etwas, das ganz schön fein ist für ihre Haut, wo sie zufrieden ist, wo sie gut aussieht. Das ist das Hauptthema der chinesischen Konsumentin. Wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat der Studenten, weil es zum einen wirklich ganz neue Erkenntnisse dabei hatte, die uns überrascht haben. Andere, die einfach unsere Vermutungen bestätigt haben. Und wir können diese Inputs alle sehr gut brauchen für unsere diversen Projekte, die im Moment am Laufen sind, für internationale strategische Projekte. Auch der Coach ist zufrieden mit den Leistungen von seinem Team. Den Studierenden ist es sehr gut gelungen, schlüssige, zielorientierte und eben auch umsetzbare Lösungen zu präsentieren. Für die Kundschaft liegt eigentlich die Umsetzung auf dem Silbertablett parat. Die Nomination zum WTT Young Leader Award freut das Team rund um Mario Sträßle. Das Ziel ist damit aber noch nicht erreicht. Sie wollen den Award gewinnen. Es ist eine sehr schöne Sache, dass wir nominiert sind für den Young Leader Award von der Fachhochschule St. Gallen. Für uns eher. Wir freuen uns sehr und sind aber trotzdem der Meinung, dass auch viele andere Teams da verdient hätten. Und wir wollen den Young Leader Award ein bisschen auch für alle anderen mitgewinnen. Die Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2017? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Hotel Hof Wiesbad, Bühler und Bauwerkpaket.